Ja, Leute, willkommen im fünften Teil der Geisterbahn-Geschichte. Hier hinter, wo das Wasser fließt, ist ein kleiner Tunnel. Der führt anscheinend in ein Geister versteckt. Und zwar bin ich heute wieder unterwegs auf meine nächste Wanderung und sogar weit weg von den Geisterbänken, dachte ich, genug zu sein. Ich befinde mich hier auf dem Siegwanderweg. Ich gehe hier, treffe ich immer wieder auf Anzeichen von den Geistern. Leute, oh mein Gott! Wo kam das denn jetzt her? Ich glaube, die Geister wissen wieder, da ich unterwegs bin und sie jage. Wie aus dem Nix fällt hier ein Ast ins Wasser. Oh mein Gott, Leute. Oh nein, was kann das sein? Die Geister wollen mich verrückt machen. Schaffen sie aber nicht. Haha. Ja doch, das war das nicht. Leute, ich bin jetzt auf dem hohen Berg. Oh, plötzlich taucht dieser Geisternebel aus dem Wald auf. Oh meine Fresse, Alter. Das kann nur ein Zeichen sein von den Geistern. Aber was wollen die mir sagen? Wir beobachten dich. Was soll das heißen? Was wollen sie von mir? Ja, Leute, auf dem Siegweg habe ich eine Bockruine gefunden. Und wieder eine Geisterbank. Hier wäre die Geisterburg. Der Burg. Die Burgen. Leute, ich kann kaum noch sprechen. Vor lauter Aufregung. Das ist jetzt die Geisterburg. Vielleicht finde ich hier die Geister endlich. Abzuwarten, abwarten, abwarten. Wer weiß das? So, Leute. Ich war gerade auf der Geisterburg gewesen. Im fünften Teil der Geistergeschichte. Und jetzt bin ich wieder weg auf dem Weg zurück. Ich finde es faszinierend, dass mich immer wieder die Geister, egal wo ich bin, auf Wanderungen momentan extrem begleiten. Warum sehe ich aber keinen? Haben sie auch immer Angst vor mir? Das muss ich unbedingt bei der nächsten Geistergeschichte herausfinden.